zurück zu Let's Play Minecraft zusammen mit David und Lennart. Ja, ich habe mich kurz eingebaut, weil Skelett und ich habe aus der Fähigkeit immer noch so. Geh weg! Ich frag doch nur, was du machst, wieso schlägst du? Ja, ich tu Steine in den Ofen. Oh oh. Ja. Oh oh. Oder was? Ja. Ich werde jetzt sterben, weil ich hab kein Cobblestone mehr, oder was? Ich werde jetzt sterben! Doch, wir haben noch richtig viel Cobblestone. Ja, weil wir den gefarmt haben. Aber wir haben eigentlich keinen mehr gehabt. Ja, hat auch noch nicht. Ich kann nicht helfen. Ja, kannst du da Kohle reintun in die unteren beiden Etagen, wo ich schon Steine reingetan habe. Okay, untere beiden, ne? Mhm. Okay, jetzt erstmal mental im Leer und dann. Und sonst brauchen wir auch bald wieder Cobblestone. Okay, ich muss mal kurz meinen Browser zu machen. Unten ist gar nichts drin. Ich weiß. Echt? Ach so, da. Der ganz untersten ist nichts drin. Nur in der einen. Hier ist was drin. Achso. Julian, was laberst du? Ja, wir haben die Cobblestone letztens gefarmt, aber du verbrauchst den immer. Nein. Guck mal. Wir haben noch. Über eine. Wir haben drei Reihen Cobblestone noch. Den haben wir aber gefarmt. Letzte Aufnahme. Und ich, achso, habt ihr den gefarmt? Ja, den haben wir letzte Aufnahme gefarmt. Bei Minen oder ohne mich? Bei dir. Da. Ohne dich. Achso. Wann habt ihr denn noch gespielt? Ah ja, stimmt. Wir hatten ja am Dienstag, glaube ich. Und am Sonntag. Wir sind ja momentan am Vorproduzieren, für die 3 Wochen, wo ich im Sommerferien weg bin. Ah ja, stimmt. Wann bist du denn weg? 2/3/4. Ja, geil, ich bin erst nicht da. Also unter anderem erste, ne? Mhm. Also so, dass sich das überlappt mit deinem dann ein bisschen. Wieso ist hier Dirt in dem Ofen? Hat Niklas mal reingetan. Leid hatte noch mal eine Möhre im Ofen. Da habe ich so gefragt, warum ist da eine Möhre im Ofen? Er so, geh weg, da, das ist mein Ofen. Au. Au. Ich habe noch einen Helm, David, einen verzauberten für dich. Ich tue dir den in die Truhe. Au. Okay. Was möchten wir denn machen? Kann ich dir noch irgendwie helfen, Lennart? Ich habe nämlich tatsächlich nichts zu tun. Ja, wenn das alles fertig gebrannt ist, müssen wir daraus Steinziegel machen und meinen Turm dann höher bauen. Okay. Ist doch ganz oben, wollte ich den bauen, ne? Ja, genau. Das kann doch was dauern. Ich glaube, ich mache den Bahnhof. Mach das. Glaube ich, den Tunnel ein bisschen weiter. Wo soll denn theoretisch die Station in der Abendstadt sein? Keine Ahnung. Soll die in der Hauptstadt sein? In der Stadthalle. Wir sind noch nicht mal mit der Stadt fertig. Ja, den Bahnhof mache ich gerade. Zu den einzelnen Teilen der Stadt, damit man theoretisch schlecht darüber kommt. Das heißt aber, dann müssten wir die Stadthalle noch einrichten, überhaupt generell. Ja, nicht zwingend. Ich würde sagen, es ist ja eigentlich nur ein Gebäude über einer Höhle. Ja, aber ich glaube, es wäre leichter, wenn wir erstmal runterpuddeln. Dann einrichten. Weil dann wissen wir schon mal später, ne, wie wir alles einrichten können und so. Warte mal. Hey, warte, ich hätte ja noch ganz viel Zeug. Was macht er schon wieder? Nein, was? What the fuck? Was macht Lennart? Alter! Das klingt, Alter, wie das quietscht! Das sagt er! Hallo, Lennart! Hallo! Hallo! Haben Sie das gehört, was ich gesagt habe? Nee, du hast nur irgendwas gemacht, das hat dir total gequietscht. Ich weiß! Guck mal, du kennst doch auch so Zombie-Apokalypsen-Filme, so Leute, die dann noch sowas vorm Fenster haben, ne? Ja. Was? Was vorm Fenster? Ja, irgendwas Dickes. Achso.
Und ich habe noch halt so, das hat doch gar nichts damit zu tun. Auf jeden Fall, ich habe so Jalousie runter von innen halt und dann noch von außen so ein dickeres Rollo, damit es auch nicht so heiß hier drin wird. Mhm. Und ja. Ist ja schon heiß, ne? Jetzt, also mittlerweile ist es zum Glück nicht mehr so heiß. Boah, aber ich meinte durch meine Anwesenheit. Ja, ja. Also draußen ist nicht heiß. Ja, ich weiß, draußen ist wirklich nicht heiß. Aber zwischendurch war, nicht heute oder gestern, sondern jetzt am Sonntag war es, ne? Über 30 Grad ist doch nicht heiß, Julian. Doch. Nein. Ist echt. Die Witch hat gerade einen Stick fallen lassen. Ja, ja, das macht keinen Sinn, aber ist so. Zauberstab. Ja, wir können ja auch mit Dingens einen Aufzug machen, ne? Mit was? Mit Minecarts. Auch ja, aber das, ja, das kostet viel zu viel Eisen, also das ist echt krass. Wenn du, wie hoch soll der werden? 200 Blöcke oder sowas? Ah ne, 200 Blöcke ist über... 256. Eben, 256 Blöcke. Du brauchst, glaube ich, alle drei Blöcke Minecart. Das sind dann, ja, ne? Weiß und hast 100 Minecarts. Ja, 88 Minecarts oder sowas. Wenn das mal hochrechnet, dann Eisen. Sechs Eisen. Fast 600 Eisen. Mindestens 6 Stacks. Mindestens. 6. Ja. Dann haben wir 64. Die 600 Eisen ist ein bisschen zu viel, Lad. Ich meine, wenn du 88 Minecarts mal 5 nimmst. Was machen wir? 80 mal 5. Ja, nee. 80 mal 5 sind 400. Okay, 400 ist aber auch viel. Habt ihr euch den Namen angeguckt? Wovon? Von dem Typen in dem Video, was ich euch geschickt habe. Wie den Namen angeguckt. Ach so, von dem Kanal, meinst du? Der ist hochgeladen oder was? Oder was meinst du? Im Titel meine ich. Titel habe ich mir angeguckt, ja. Und was ist daran so besonders? Hä? Wer heißt so? Hä? Ach so. Nee, hast du mir ein falsches Video geschickt. Oder wann hast du mir das geschickt? Gestern. Ach so, Klingelton oder Wecker, dachte ich jetzt mal schon. Gestern? Nein, doch nicht das! Ja, ja, aber gestern hast du mir kein Video geschickt. Doch. Nein. Achso, du meinst, die Let's Play Minecraft Config kann das sein? Nee. Also, was sind die Let's Play Minecraft Config geschickt? Ja. Achso. Hier habe ich noch nicht angeguckt. Was? Okay. Julian, du brauchst echt WhatsApp. Ja, aber nur, ich komme mir doch keine Hände nur für WhatsApp. Ah ja, eine Frage. Wisst ihr, ab wann WhatsApp freigegeben ist? Das ist eine App und da steht nichts, das ist ab 0 freigegeben wahrscheinlich. Nein, das ist ab 16 freigegeben. Oh, Julian, ne? Haust du hier wieder dein Fachwissen raus? Ist aber so. Aber das weiß halt keiner. Ist ja auch total egal, aber trotzdem. Hier ist noch der Wassersee. Cool. Hier muss... Ist hier das vielleicht? Der Exotrick. Lol. Ist das. Okay, jetzt habe ich keine Ahnung, ob das vorher schon so war oder nicht. Aber ich pulle mich hier einfach mal runter. Boah, Julian, du bist gerade so richtig scheiße in Skype. Ja, ihr bei mir auch irgendwie, keine Ahnung. Gucken, ob es jetzt besser ist. Eisen. Sag mal was, Julian. Hallo. Ja, noch scheiße. Du bist immer noch scheiße, Julian. Wo ist der Bahnhof? Ich hab ehrlich gesagt eine gute Ping und so. Hallo, Jo. Was, Lad? Wo ist der Bahnhof? Der ist unten bei der Kirche da. Julian. Was denn? David hat gerade einen Orgasmus gekriegt. Nein. Doch, hat sich so angehört. Was ist denn David? Julian ist gerade richtig scheiße auf Skype. Du bist halt richtig scheiße auf Skype. Ja, bei mir bist du auch richtig scheiße auf Skype. Lernt aber nicht. Lennart nicht. Hallo, wo ist dieser schwule Bahnhof? Hab ich doch gesagt, unten bei der Kirche. Ja, ich bin da. Ja, da bei diesem Trank-Dingens. Einfach weiter durch. Ich vergesse immer, wo der schwule Knopf ist dafür. Oh, hier unten ist eine Höhle. Da war noch keiner drin. Ist Kohle. Nein, no, ich habe eine Höhle mit Gold gefunden. What the fuck? Unter dem Armviertel. Wie geht das denn?
unmöglich und so. Da waren wir noch niemand. Smaragde! Die Goldblöcke sind dort gesetzt. Ja, Smaragde bestimmt nicht. Jo, ja. Voll cool. Hier sind auch richtig viel Eisen. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier unten eine Höhle gibt, wo wir noch nicht waren. Ich räume die mal kurz aus. Können wir mal ein Gefängnis bauen, Julian? Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Lennart? Ja? Du wolltest noch einen Turm beim Armbrüttel bauen, da hab ich dir doch. Also du solltest da einbauen. Ja, kannst kommen, dann wenn du mitmachen möchtest, kannst du kommen. Was willst du denn jetzt bauen? Weiter. So, ja, ich rede aber davon, dass du so einen kleineren Turm beim Armbrüttel. Du wolltest einen kleinen, also solltest da einen kleinen bauen. Auf dem Berg da. Klein, das wird ein Magierturm sein. So klein jetzt auch wieder nicht, oder? Da kommt ein richtig, kommt so ein kleiner Turm hin, also ein relativ großer, wo dann schön die Gefangenen runterhängen in so Käfigen und so. Ja, mach. Du baust den halt. Alter. Krass, hier ist noch richtig viel Eisen. Der LOL. Traubsau. Ach, hier ist wieder ein Exogang, okay. Das ist so geil, wie man einfach so 300 Folgen oder so nach dem noch so Gänge findet. Vor allem ist es voll krass, dass hier richtig viel Eisen noch hängt. Ja, ging ja halt nur um Diamanten, ne? Ja klar, mehr brauchte der Typ ja auch nicht. Der hat ja, mit X-Ray sieht er ja alles. Das wissen wir ja nicht, aber wir gehen davon aus. David, du kannst ja auch noch aus dem restlichen so nehmen. Da ist noch relativ viel überall, auch in denen, die schon aus sind. Ja. Alter, ich habe hier 41 Eisen bisher drin gefunden und die ist noch richtig viel. Die finden? Die sind teilweise ganze Stacks noch drin. In den Öfen? Ja, ich weiß. Ja. Weil mein Inventar voll ist. Schon. Scheiße. Nein, Kies. Ich gehe schon mal zum Turm. Jo. Boah, ich bin so faul geworden, ne, Julian? Ich habe immer so 2-3 Stacks Enderperlen dabei, damit ich mich teleportieren kann. Leider habe ich keinen. Ja, wenn ich mich in die Nähe des Turms teleportiere, werde ich da wieder runter. Dann porte ich mich in den Ausfall runter in den Graben. Da fressen ihn den mal. Ey, weißt du, was bei uns passiert ist, ne? Was? Was bei uns passiert ist, es ist ein Bus, ein Stadtbus, ist an der Kreuzung voll in ein Haus reingefahren, in eine Häuserfront. Lol. Wegen Sturm irgendwie. Voll krass, ne? Er hat wahrscheinlich so zugeguckt, wie Davids Fahnenmast vorbeifliegt und dann so, oh. Ja, voll bei uns. Ja, ich weiß. Wohne ganz woanders. Ich weiß. Scheiß Wasser. Du brauchst aber auch noch sehr viel Holz, leider, wenn du so einen Holzboden zum Beispiel da reinmachst. Oder was? Ja, ich brauch ganz viel Akazienholz auch. Oh Gott, Akazienholz. Oh. Stimmt, wir haben die Selbstlings noch gar nicht angebaut. Das wird mal irgendwie neben der Wüste tun oder so. Julian, kannst du doch anbauen. Warum ich? Erinnert, ich hab sogar unseren privaten Wald angebaut, also bitte. Da habe ich eine Treppe gemacht. Alter, richtig gut. Das ist gut. So geil, wie man David einfach zuguckt. Alter, richtig gut, wie viel Eisen ich hier finde. Ich habe jetzt einen Stack und bald gleich noch mehr. Bist du überhaupt? Ah, da. Ich bin unter dem Armviertel. Ich rede mit Lennart. Ja, ist mir jetzt auch gerade. Ich will irgendwann nicht reden. Was? Hier liegt ja schon Schnee drauf auf dem Turm, ne? Wir sind schon so hoch. Ja. An einer Stelle ist schon Schnee. Achso. Und von hier oben sieht alles voll cool aus. Selbst das Armenviertel sieht cool aus, obwohl es von unten scheiße aus. Ey, du musst hier unbedingt richtig fette Glas reinmachen. Ja.
Leute, seid noch da? Ja. Okay. Ich schon. War gerade zu leise. Bleibst du auch noch da? Ich weiß nicht, ob Lennart noch da ist. Jetzt müssen wir noch in Skype. Lennart, bist du noch da? Wenn du nicht sagen kannst, dann schreib mal was. Keine Ahnung. Okay. Alter, ein Stack und sieben Eisen. Lennart, das ist, glaube ich, dein größtes Projekt, oder? Was jetzt? Oh, krass. Über ein Stack Eisen gefunden und hier ist noch so viel. Er ist nicht klüger, erst die Etagen zu machen. Bevor du die Wände hier bald machst. Okay. Man hört bei Lennart was, aber er sagt einfach nichts. Hä? Bei wem ist gerade bei dir die Tür zugegangen, David? Ja, bei mir und mein Vater ist gerade reingekommen. Oh ja, ich dachte, das wäre bei Lennart gewesen. Nee. Generell, du musst noch den Eingang da ausheben. Wo? Oh. Also Lennart. Richtig viele Pilze. Ich würde gerne wissen, auf welcher Höhe wir sind. Ja, erst 106. Passt noch. Passt noch. Da muss ja so ein fettes L aus Diablöcken da drauf. Auf jeden Fall. Aber Lennart hat sich auch mal vorgenommen, ein Tempel mit 50x50 Block Diablöcken. Nein, 100x100 Gold. Okay, 50x50. Ja, aber du wolltest auch mal 50x50 Block Dierboden. Tempel. Ah ja, stimmt. Ganz ey, wir hast jetzt noch so ein richtig schönes, fettes L drauf. Hier drin machen wir eine Götterstatue oder auf dem Dach und man muss der jeder Aufnahme einen Diamanten spenden und irgendwann haben wir dann genug für den Boden. Auf jeden Fall. Ich muss aber jede Aufnahme das so geil. Irgendwie ein Dia finden oder so. Das werden so richtig oft Farmen gehen. Vor allem. Wie willst du bitte die Statue machen, wenn du den Turm bis nach ganz oben baust? In der letzten Etage oder wie? Na, ja, irgendwo im Turm drin. Dass da so ein Treppenhaus außenrum ist oder so. Achso, okay. Hattest du nicht mal gesagt, hier kommen da noch so Türme außenrum, außen dran? Ja. So? Okay. Türme, die so groß sind wie der andere Turm. Der, wo diese Wolken drüber sind. Ja. Okay. Diese Wolkenfetzen, die Julian immer noch wegmachen muss. Die aussehen wie Wichse. So Wichsspritzer. In der Luft. Ja, genau. Ja, weil Julian muss die wegmachen, weil er hat die mal abgebrannt. Dann musst du einen Turm extra für Sachen, wo du was anbaust, dann könntest du rein theoretisch das Feld ersetzen. Also das heißt, das wird... einen ganzen Turm dafür. Wir müssen mal die hängenden Gärten mal bauen, ne? Lernt, wie viel hier rein kann. Oh, Hexe, Hexe, Hexe. Ein Kinderspielplatz. Hier kann sogar eine Monsterfalle rein. Ja, könnte. Theoretisch. Wow. Du könntest rein theoretisch auch bis zum Bedrock das hier unten noch ausheben. Und ja, mach ich, ja. Scheiße, Alter, noch eine Hexe. Was soll denn der Kack? Junge. Ich weiß da, ich möchte einfach übertreiben bei diesem Projekt. Ich merk's. Da musst du noch riesige Räume, die außerhalb des Turms sind. Da rein. Also ich mach noch ein fettes Kino rein und so über eine ganze Etage. Kino? Mit Obsidian und so, das ganz dunkel ist. Scheiße, ich will jetzt sterben. Ich hab noch ein halbes Herz wegen dem Gift. Ich würde eher ein Theater machen oder sowas. Ja, vielleicht auch ein Theater. Kann ja beides rein. Weil dann kannst du wenigstens noch was machen, ja, drin. Obwohl, bei einem Kino könntest du Strichmännchen machen. Ey, soll ich hier noch ein Kolosseum hinbauen? Irgendwo? Oh. So ein kleines? Ja. Wo dann die Gefangenen gegeneinander kämpfen müssen? Oh, das wär's, ey. Ja, das musste. Einfach Leute aus dem so Arm. Kleines? Finden. Ich dachte, ein großes. Du würdest doch übertreiben. Ja, hier kann ich auch aufs Dach. Hallo? Dann hier noch irgendwo ein Golfplatz hin, Bogenschießanlage, Pferderennen,
Alter. Lad will überhaupt nicht übertreiben. Ich hab doch gesagt, dass es übertrieben werden soll. Man muss aber auch noch Pferdeställe machen, wo die sozusagen drin sind. Ja. Das ist auch eine Nebensache. Ich müsste aufmachen, einen mit Loren, wie du eben gesagt hast. Alter. Nein, auch noch. Noch ein Wett, eine Wettarena, Leute. Das Wett ja, ist super geil in Minecraft. Das was? Dass jemand dann enchantete Sachen setzen muss oder so. Auf jeden Fall. Da wird keiner wetten, Alter. Warum? Wieso? Enchanteten Sachen kriegt man noch schnell, wenn es was Gutes enchantetes ist. Da muss aber auf jeden Fall eine Haltestelle vom Bahnhof hier in deinem Turm. Ja. Ja. Vor allem den Graben drumherum muss er auch noch ausheben. Alter. Oh ja, das wird so viel Arbeit. Wenigstens hast du da ein bisschen Cobblestone. Wie geil das aussieht, wenn man hier runter guckt, David, ne? Ja, ich sehe es, Alter. Das sieht. Alter, da will ich jetzt nicht runterfallen. Und wenn das bis zum Grundstein ist. Alter, das erinnert mich gerade so an die Szene mit Christian. Du könntest von den Mauer aus in den Turm rein, ne? Wenn du eine Brücke musst. Ja. Hey, Lennart, das erinnert mich gerade richtig an die Szene mit Christian, wo David gerade gesagt hat, hier möchte ich runterfallen und dann Christian so rückwärts runterrennt. Ja, ne, wo ich so sag, ich hab voll Angst, ne, und Julia, ja. Oh. Und dann Christian läuft das auf uns zu und fällt dann da runter. Ernsthaft? Ja, das war so richtig lustig. Ich meinte noch so, ja, lass mal Christian dazu holen, der war lange nicht mehr dabei, ne? Beziehungsweise der war ja noch nie in Let's Play vorbei. Doch, schon mehrere Male, ne? Ne, einmal. Nein. Er war noch nie da. Doch. Einmal. Doch, der war mehr als einmal da. Das war ich 100% wirklich. Er war zwei Folgen dabei, aber das war eine Aufnahme. War mehr Junge. Nicht. Nur einmal war der dabei. Oh, hier bist du Grundstein. Wie du auf das Armviertel guckst, ey. Der ist halt der King vom Armviertel. Wenn der eine so rumrennt. Der ist so derjenige, der die Armen aussaugt, so. Der alle Steuern von denen verlangt und so. Nein. Junge, der Turm ist schon fast so hoch wie der, wie dein anderer Turm. Und der ist viel breiter. Ja. Hier müsste man mal nachher ausrechnen, wie viel Stein der gekostet hat. Oh ja. Und wie viel Kohle und so. Also Leute, ich möchte nur kurz anmerken, ich gehe jetzt wieder raus und habe ich habe anderthalb Stacks Eisen. Das ist doch geil. Können wir bald den Aufzug an Minecarts machen. Ich habe noch zwei Stone Bricks. Wenn den mit ich habe noch was da, David. So. Oh, danke. Bidi. Alter, hier muss man richtig aufpassen, wenn man lang geht. Ich sneak die ganze Zeit, hoffentlich lasse ich die Tasten nicht los, fahre ich runter. Das wäre irgendwie voll cool, dass wenn man Caps Lock aktiviert, dass man da Dauer shiftet. Wenn ich immer festhalten muss. Ich glaube, wenn ich gleich keinen Stein mehr habe, fange ich an, das auszuheben hier unten. Ja, mach das, das ist übergeil. Willst du die Eingangshalle wirklich nur so klein machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht verwende ich die ganze Etage auch. Dass das so eine Vorhalle ist. Ja. Wo es dann hochgeht und dann so eine fette Halle. Ja, ich glaube, so mache ich aber das. Aber denk an, bei allen Etagen an den Platz für den Aufzug. Das ist überall so 5x5 oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, wie viel. 7x5 oder so. Vor allem, du musst da noch ein Wasserloch irgendwo machen, also an der Seite oder so ein Loch für Wasser, wo man dann runterfällt. Das ist nichts, Julian. Da ja, kann ich weiß, aber ich meine nur, bevor du irgendwie in alle. Kann man auch außerhalb des Turms notfalls machen, so an der Außenwand oder so. Sollte übercool aussehen. Ja. Ja, David, ich glaube, wir können beide gleich Stein farmen hier unten, ne? Oh lol, ey. Ey, wenn du hier runterfällst, denkst du, wie lange du fällst vor allem. Stell mal vor, der ist auf Maximalhöhe und du fällst bis zum Grundstein. Alter, wie lange du fällst dann? Da kannst du so lange schreien, bis du heiser bist und dann bist du erst unten angekommen. Ja. Ist das nicht was, Julian? Okay, wir können jetzt. Also ich habe keinen Stein mehr. Boah, ich geh jetzt mal runter. Es wäre so lustig mit David, wenn er mir hier so. Nein! Also. Aber was ist dann? fünf Minuten später irgendwann so. Dr. W fell from a high place. David, ich habe sogar einen Trick, wie du hier ganz leicht runterkommst. Warte, bist du schon bei mir? Lol.
What the fuck, Alter? David, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe mich einfach im Armviertel habe ich mich runtergebuddelt, ne? In der Höhle, ne? Ja. Weißt du, wo ich mich gerade rausgebuddelt habe? Wo? In den Bahnhof rein. LOL. Richtig lustig, Alter. Alter, wo bist du überhaupt? Ah, komm, erstmal Spitzhacken machen, David. So, ich hab noch eine. Ja, aber wir brauchen dann nicht nur eine. Ja, Effizienz 3, Haltbarkeit 3 und ich hab dann noch eine, die ja Spitzhacke, die das gleiche hat. Ich mache mir noch 3 Eisenspitzhacken. Ja, mach die mal. Ich fange schon mal an, den Dirt. Ach so, machst du jetzt im Turm drin? Ja, okay, das ist im Turm. Ja, ich mach das auch, ich hab noch eine Schaufel. Wie voll ist deine die Rüstung eigentlich noch? Weil Nick, das hat dir, glaube ich, letzte Aufnahme noch kaputt gemacht oder so. Wie ging diese Tastenkombination nochmal? F3 und H gleichzeitig. 245 von 429. Also noch halb voll? Was? Ja, trotzdem. Weißt du, wie mich das abfuckt, ja? Ja, ja. Wenn mich nie jemand schlagen würde, da wird die so lang halten. Vor allen Dingen, irgendwann muss ich die auch reparieren, weil die Verzauberungen einfach zu gut sind. Aber ich glaube, ich tue die dann eher weg, als dann, also dass ich die dann irgendwo verstecke, statt die zu reparieren, weil wir nicht genug Dias haben. Mhm. Gut so. Ja, mittlerweile haben wir ja schon wieder ein paar Dias, aber trotzdem. Die sind eigentlich besser für Tools zu verwenden, als für Rüstung. Auch wenn Rüstung natürlich sehr viel bringt. Ich meine, man kriegt fast gar keinen Schaden in einer richtig guten Rüstung, aber ne, kostet auch viel. Oh, ich bin so schlau, David. Ich bin gerade runtergesprungen. Ganz runter. Warum? Ja, weil ich hatte vergessen, dass wir innen drin. Ach egal, ich komme einfach wieder hoch. So federvoll? Nein, ich springe immer unten ins Wasser, Julian. So. Das ist an einer Stelle Wasser. Da springe ich immer rein. Von der Brücke aus. Bei dem Obsidian oder wo? Ja, genau. Ich bin da noch nie gestorben. Ich glaube, wenn wir Koppel jetzt gleich gefarmt haben, sind wir ja wahrscheinlich nicht unten, bevor unser Inventar voll ist oder so, dann werde ich erstmal die Akazienbäume anpflanzen. Ja, gut. Weil können wir auch direkt den Boden dann später reinziehen. Dann können wir auch die Treppe hier lassen. Weil David, weißt du noch, wie breit der Bahnhof ist? Wie meinst du, wie weit der Bahnhof ist? Wie breit? Ach, wie breit, keine Ahnung. Okay. Also mindestens 12 Blöcke. Okay. Also ich meine jetzt die Breite, wenn... Ah, warte, lass ich kurz erklären. Also, nee, warte. Wenn du vom Eingang hingehst bis zu der Treppe runter, das sind mindestens... Also wie breit Blöcke. Ist die Treppe, sag ich mal. Wie breit ist die Treppe? Ja, das meine ich. Das weiß ich nicht. Ich mach einfach mal 8 Blöcke, sollte reichen. Ich glaube, es sind mehr als 8. Aber ist ja auch Abendviertel, da muss ja auch nicht so breit sein. Das muss ja nicht der gleiche. Ich glaube, wir haben gleich schon unser Inventar voll mit Erde, ne, David? Schaufel ist gleich kaputt. Ich glaube, ich hau mit Behutsamkeit Schaufel ab, lol. Okay, noch 36 Blöcke, dann ist kaputt. Okay. Meine hält noch 1050 aus. Ich hole mir eine kleine Schaufel. Hey! Gut, aber dann würde ich sagen, was ist auch von der ersten Folge, also von, ach, ja, von der ersten Folge. Der ersten Folge, Let's Play Minecraft. Das ist aber schon lange her, Julian. Also, Alter, Julian, du Noob, ey. Ja, das ist schon lange her. Ja, Alena, ja, Alena. Okay, das war's für die Folge Let's Play Minecraft zusammen mit Duff und Lerd. Wenn ich gefallen habe, dann lasst doch eine Postwerk da, wenn ihr die Bewertung da, wenn nicht, dann lasst ihr negativ. Also tschüss. Wir waren nicht mehr auf